Pavara! Servus Leute und willkommen zu einem neuen YouTube-Video bei mir im Kanal. Ich bin unterwegs in Kroatien, wie ihr sehen könnt, da vorne ist das Meer. Da rechts von mir ist die kleine Hütte, wo ich übernachtet habe. Ja, es ist jetzt schon, wie gesagt, wir haben jetzt Herbst. Und es ist halt niemand da, es ist nichts los, es ist so geil. Und ich erfülle mir auch in der Art einen Traum, weil ich wollte schon immer mal mit der Enduro voll am Strand entlang fetzen. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Gestern hat sich leider mein E-Starter verabschiedet. Aber ja, egal. Zum Glück hat die 150er noch Baujahr 20 Serie einen Kickstarter. Leider. Erkund man mal, dass der Reihe nichts hat. Fahren wir mal nach rechts. Alter, ist das geil! Das sind so die Vibes einfach nur. Sehr locker. Lockeres Geröll da eigentlich am Start. Das heißt viel Rückenlage. Und große Steine auch. Muss man extrem aufpassen. Aber da links ist mehr. Und ich feiere es einfach brutal. Richtig anstrengend eigentlich. Um da richtig schnell unterwegs zu sein, braucht man auf jeden Fall Balls. Okay, da vorne sind jetzt irgendwelche Ranger, das ist so krank. Okay, da bin ich jetzt wegen einer Bucht angekommen. Ja Leute, jetzt bin ich hier irgendwo gelandet auf so einem kleinen Single Trail, weil es beim Meer nicht mehr weitergeht. Mal schauen, was der so bringt. Meine Hose hat gerade irgendwie einen Defekt. Die geht nicht zu. Aber egal. Sehen Sie halt meine Unterflagge. Ich präsentiere es. Mm-hmm.
Wasser. Gefährlich. Ich bin schon eine Weile unterwegs, da hinten ist ein fettes Gebirge, da oben liegt sogar Schnee, richtig arg. Da ist einfach voll warm, mach mal einen kleinen Coaster noch hier. Das ist so arg alles, ich versinke jetzt gleich in die tiefsten Tiefen. Das war nicht einmal so untief gerade. Nein, das ist pretty seicht eigentlich. Aber wenn ich jetzt in ein Sandloch fliege, so krank. Jetzt bin ich halt im Ozean. Das ist so arg. So richtig tief eigentlich gerade. Aber ich find's leibend. Wow, das ist echt arg eigentlich. Wenn da jetzt irgendwo der Treibsand ist. Ja, jetzt bin ich for real am Sand angelangt, da kann man richtig leicht blasten. Geil. Ganz tief eigentlich. Geht easy. Okay, das sind halt die Schlangenlöcher. Das ist auch ganz heftig. Okay, das ist wiederum jetzt wieder so eine Nummer. Okay, wird immer heftiger eigentlich.
Sand. Mein Motor wieder ein bisschen sauber machen. Das ist halt der Sandstrand. Jawohl, jetzt gibt's endlich einmal leibendes Terrain darauf. Ja Leute, in dem Sinne beende ich auch schon wieder das YouTube-Video. Ich bin jetzt auf der Street, so geil. Leute, wenn ihr Enduro fahrt oder anfangen wollt, schreibt euch unbedingt auf die Bucketlist, einmal damit am Strand zum Fetzen. Es zahlt sich aus, richtig geil. Und in dem Sinne verabschiede ich mich, wie vorher schon erwähnt, und bis zum nächsten Video. Peace.